Willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager. Herzlich willkommen zu unserem Care in Action Podcast. Mein heutiger Gast ist ein sehr berühmter österreichischer Schriftsteller. Ich gebe es auch gleich am Anfang zu. Ich bin heute ein kleines bisschen aufgeregt. Mein heutiger Gast ist Franz Zobel. Herzlich willkommen bei Care. Hallo. Und wie immer möchte ich auch unseren Gast heute ganz kurz vorstellen, bevor wir anfangen. Franz Zobel ist das Pseudonym des österreichischen Schriftstellers und Künstlers Stefan Griebel. Er wurde 1967 in Vöcklabruck geboren. Unter seinem Pseudonym hat er zahlreiche Romane, Dramen, Essays und Gedichte veröffentlicht. Er zählt zu den bedeutendsten zeitgenössischen Autoren Österreichs und ist für seinen eigenwilligen und provokanten Schreibstil bekannt. Franz Zobel wurde mit zahlreichen Literaturpreisen ausgezeichnet und ist auch als Dramatiker erfolgreich. In unserem Gespräch werde ich mich auf drei ihrer Bücher beziehen, also ganz speziell auf das Floß der Medusa. Da gibt es viele Analogien, meiner Meinung nach, zu unserer Arbeit, zur Arbeit von Care. Ein bisschen auch auf die Eroberung Amerikas und ein bisschen auch natürlich auf das letzte Werk, Einsteins Hirn, das ja jetzt ganz aktuell ist. Und Franz Zobel hat natürlich noch zahlreiche andere Bücher geschrieben. Aber am besten, wir fragen ihn selber. Ich habe schon eingangs gesagt, dass Ihre Bücher wirklich sehr, sehr spannend und interessant sind und einen sehr, also mich zumindest, sehr hineingezogen haben, und es hat mich wirklich, wirklich beschäftigt. Und die Bilder, die Sie erzeugt haben in meinem Kopf, da bin ich gar nicht sicher, ob ich die sobald wieder los werde. Also ich lese gerne und viel, aber das ist schon sehr speziell an Ihrer Art zu erzählen. Und da frage ich mich schon, wann hat es angefangen, dass Sie so wahnsinnige Bilder erzeugen können? War das schon als Kind, als Jugendliche? Waren Sie immer schon so fantasievoll? Nein, ich habe immer in Bildern gedacht wahrscheinlich. Also ich wollte ja ursprünglich Maler werden, habe eigentlich meine Welt hat immer aus Bildern bestanden. Und ich habe überhaupt nie das Gefühl gehabt, dass ich ein Talent für Sprache haben könnte. Das hat sich erst so im Laufe der Zeit herausgestellt, weil ich eigentlich als bildender Künstler keinen wirklichen Erfolg gehabt habe und beim Schreiben dann das irgendwie sehr schnell und sehr rasant gegangen ist. Und was das aber dann im Leser erzeugt, das wage ich ja nicht wirklich zu beurteilen. Ich habe keine Ahnung, das ist auch von Leser zu Leser unterschiedlich sein. Es gibt irgendwie manche Leser, die sagen, das ist so grauslich und das kann ich überhaupt nicht lesen. Und andere sagen wieder, na, da hast du eh zurückgehalten, das ist irgendwie sehr milde. Und manche fressen das und andere stocken wieder irgendwie. Es ist natürlich auch immer, was man selber halt dazu assoziiert. Für mich geht es halt schon immer mal möglichst einmal Wahrhaftigkeit beim Schreiben vielleicht. Also ich versuche schon sehr viel zu recherchieren, auch ein bisschen hineinzukriechen in diese Leute, über die ich dann schreibe, die irgendwie für mich nachvollziehbar zu machen. Es geht mir überhaupt nicht darum, dass ich irgendwie Leute, jetzt gerade bei den historischen Romanen, aburteile oder irgendwie eine moralische Wertung oder so mitliefere. Das ist überhaupt nicht mein Thema, sondern ich versuche einfach zu verstehen, warum diese Menschen so gehandelt haben, wie sie gehandelt haben. Also Sie haben gesagt, Sie wollten zuerst Maler werden. Also quasi, Sie malen ja auch gerne und gut, nehme ich an. Ja, nein, nicht mehr wirklich. Ich bin in einer Gegend aufgewachsen, wo man einfach nicht wirklich gelobt worden ist. Also nichts gesagt ist gelobt genug, sagt man in Oberösterreich irgendwie. Und das Einzige, wofür ich irgendwie Anerkennung erfahren habe, war bereits sehr früh im Kindergarten und dann auch in der Volksschule, das Zeichnen und Malen. Also ich weiß, in der Volksschule habe ich so Motorradfahrer gezeichnet und da war die Kindergartentante, hat man damals noch gesagt, heute sagt man, glaube ich, Pädagogin oder so ähnlich. Genau, heute hat die Kinderpädagogin, damals war es noch die Tante Elfriede, die war ganz, das hast du gezeichnet, ist ja unglaublich. Und dann in der Volksschule auch so ähnlich, da hat mich der Musikunterricht nicht wirklich interessiert, dann habe ich den Bundesadler abgezeichnet. Die Lehrerin war total, wie kannst du da, musst du aufpassen, wir machen dann Unterrichtsstoff und so. Und dann hat sie das Bild gesehen und war ganz aus dem Häuschen irgendwie. Und das hat mich, glaube ich, dann dazu veranlasst, dass ich halt gedacht habe, ich hätte ein großes Talent. Hab das aber irgendwie, ich weiß nicht, das war in der Zeit, wo ich dann quasi realisieren wollte auf diesem Kunstmarkt, war die Malerei völlig out. Und ich habe auch irgendwann gemerkt, dass einfach meine Formen, also die Möglichkeiten, die ich da hatte, einfach sehr begrenzt sind. Und beim Schreiben hat sich da ganz eine andere Welt aufgetan. Und Sie haben ja auch Germanistik studiert, oder?
Das war eine Notlösung. Ich wollte eigentlich auf die Bildenden, also auf die Akademie der Bildenden Künste. Okay. Die haben mich dann, wie auch andere Oberösterreicher, nicht aufgenommen. Das hat mir dann schon ziemlich den Boden unter den Füßen weggezogen, weil bis dahin alle gesagt haben, Wahnsinn, und immer, du musst dahin und du bist so talentiert. Und dann bin ich aber trotzdem irgendwie zufällig in das Germanistik-Geschichte-Studium reingeraten. Und es hat mich dann interessiert. Also ich bin ja vorhin in eine HTL gegangen, wo man wirklich schon arbeiten musste. Also wir hatten eine 42-Stunden-Woche, es war unglaublich viel zu lernen, unglaublich viel zu zeichnen zu Hause. Und viel Praxis, oder, in der HTL? Ja, so Ferialpraxis und Werkstättenunterricht hat es gegeben, aber es war einfach, die Woche war einfach total voll. Also wenn man da nicht irgendwie sich mit selbstgewählten Freistunden oder Schulschwänzen ein bisschen die Zeit herausgeschunden hätte, wäre man überhaupt nichts gekommen. Und im Vergleich dazu war das Studium dann für mich, das war betreute Freizeitgestaltung so ungefähr. Ich habe das als wahnsinnig einfach empfunden. Ich war jetzt nicht der große also Rechtschreiben und Beistrichsetzen und so, da habe ich schon lange Zeit ziemliche Probleme gehabt, aber davon abgesehen, mich hat es irgendwie interessiert, ich habe das halt so nebenbei gemacht, habe aber eigentlich mich auf die Malerei konzentriert in der Zeit. Aber umso erstaunlicher, dass Sie dann heute einer der bekanntesten Schriftsteller Österreichs sind, oder? Ja, das weiß ich auch nicht. Das ist wirklich, wirklich erstaunlich. Wie das funktioniert, wobei Bekanntheit ist ja ein sehr eigenartiges Kriterium. Aber ich schreibe nach, also das finde ich schon schön, ich schreibe nach wie vor gern. Es gibt nach wie vor Leser, die das irgendwie mögen, und das ist eigentlich für mich die Haupt. Ich habe in einem Ihrer Interviews in der Vorbereitung auf heute gehört, dass Sie gesagt haben, wenn Sie fertig sind mit einem Stoff sinngemäß, haben Sie es so gesagt oder so habe ich es verstanden, dann arbeiten Sie quasi schon am nächsten Plot, weil Sie fühlen sich dann unheimlich leer nach so einer Anstrengung quasi, und dann brauchen Sie aber schon was Neues, weil Sie das Schreiben so erfüllt. Das habe ich wirklich eine sehr berührende Aussage gefunden. Naja, es ist wahrscheinlich, also es ist nicht die Angst vor dem leeren Blatt Papier, sondern die Angst vor dieser Post-Schreib-Depression oder wie immer man das nennen soll. Es ist einfach eine, gerade bei den Romanen, doch eine unglaublich intensive Beschäftigung. Dann gibt es aber irgendwann einmal einen Moment, wo man einfach abschließen muss, weil der Verlag sagt, jetzt gibt es endlich her. Und dann ist es auch zu spät, ab einem gewissen Zeitpunkt, dass man noch weiter dran schreibt. Und da ist es einfach immer, für mich hat sich herausgestellt, gut, wenn ich bereits den nächsten Stoff habe. Wobei es auch de facto eigentlich immer so ist, dass ich, bevor ich den einen Roman abgeschlossen habe, habe ich meistens schon mit dem nächsten begonnen, weil ich immer so Zeiten brauche, wo ich ein bisschen an Abstand gewinne. Also man kann nicht was schreiben und das sofort dann wieder korrigieren und sofort wieder kürzen. Da muss man einfach eine Weile liegen, irgendwie, es muss abhängen, und dann hat man einfach diesen frischen Blick wieder und den Abstand einfach, der notwendig ist. Und da, um diese Zeit, wo das liegt, zu füllen, schreibe ich meistens irgendwas anderes, oft sonst Theaterstücke, weil irgendwelche Theaterleute halt was haben wollen. Oder halt, wenn das nicht der Fall ist, meistens der nächste Roman. Für so ein, doch, Ihre Romane, die ich gelesen habe, sind ja alle eher umfangreich. Wie viel Zeit nehmen Sie sich da ungefähr dafür? Wie kann man sich das vorstellen, von der Idee bis so ein Roman fertig vor einem liegt? Und das zwei, drei Jahre? Zwei, drei Jahre, ja. Also von der Idee und Schreiben sind es meistens fast 3 Jahre, so ungefähr. Mhm. Und den Stoff für Ihre Bücher, findet sich der, war das Floßdemedus? Ich meine, das war ja wirklich eine wahre Begebenheit, dass da wirklich vor Westafrika dieses Floß gesunken ist. Ich glaube, das Buch ist 2016 erschienen. 17. Hat Sie da das Jahr 2015 beim Schreiben beeinflusst oder eher nicht? Weil da ja wirklich ein wahnsinniger Flüchtlingsstrom war. Hat sie das, oder hat das, weil für mich war das die Analogie dazu, und ich habe mir gedacht, darüber hat er vielleicht in dem Fall gar nicht, weil das war ja wirklich eine historische Begebenheit. Ist Ihnen das beim Schreiben, stellen Sie da diese Aktualitätsbezüge gleich her, oder ist das dann, was jeder reinliest nachher? Naja, das hat sich schon wahrscheinlich ergeben. Oder ich habe zum ersten Mal von dieser Flüchtlingskatastrophe, glaube ich, vor mittlerweile 15 oder 20 Jahren gehört, war mir unbekannt, hat mir jemand erzählt, da sterben jährlich 3000 Leute im Mittelmeer, so viel waren es damals, hat mich unglaublich erschüttert, ich habe mir gedacht, das gibt es überhaupt nicht, und das ist so abseits der Öffentlichkeit, weil ich das überhaupt nicht mitbekommen habe damals. Und das hat mich dann schon immer wieder beschäftigt einfach. Und mittlerweile sind es ja, glaube ich, 6000 Jahre Menschen. Jetzt sind schon fast 2000 heuer. Und ja, eben, es kommt auf 5.000, 6.000 pro Jahr, und das ist einfach eine ganz ungeheure Zahl, und das habe ich irgendwie ganz, ganz erschütternd gefunden. Und
Deswegen habe ich, wie mir jemand von dieser Geschichte vom Kloster Medusa erzählt hat, wahrscheinlich die Analogie im Kopf schon sofort gehabt. Aber ich wusste gleichzeitig, dass es irgendwie für mich faszinierender Stoff ist, und ich habe eigentlich in der Sekunde, wo ich das erfahren habe, gewusst, dass ich das darüber schreiben will. Es war gestern auch in den Nachrichten, was also wirklich total zu dem Buch passt, dass eben ein Flüchtlingsboot versunken ist, wo nur 4 Menschen überlebt haben. Das ist ja eigentlich, zieht sich das ja als roter Faden, dieser Überlebenskampf zieht sich ja durch dieses Buch wirklich wie ein roter Faden, und dass unheimlich viele Menschen halt in dieser Zeit, wo in diesem Überlebenskampf entweder Selbstmord begehen oder von anderen ermordet werden. Also das ist ja wirklich ein Buch um das Überleben einfach in einer höchst unwirtlichen Umgebung, was halt heute für wirklich tausende Leute der Ausweg ist, um nach Europa zu kommen, und wo halt wirklich, leider spricht man ja schon vom Friedhof Mittelmeer irgendwie. Und das ist wirklich total bizarr. Also das ist wirklich, das ist hier so beschrieben, wo ich mir denke, das wird vielen Leuten geht es jetzt gerade so, wie ich das gelesen habe. Ja, ja, also aus der anderen Richtung kommend natürlich, also beim Kloster Medusa sind es ja die gebildeten, humanistisch geschulten Europäer, die aber dann natürlich auch in einen sehr nackten Überlebenskampf hineingeraten, und wo halt dann, wie es in so einer Gesellschaft ist, die höher gestellt sind, ein bisschen größere Überlebenschancen haben, wie die halt weiter unten sind. Und so funktioniert wahrscheinlich Gesellschaft auf irgendeine Art und Weise, und das ist natürlich erschütternd, also das ist irgendwie schon etwas, was im Menschen, glaube ich, drinnen ist, dass immer wieder, wenn es ums nackte Überleben geht, dann dieses bestialische, sehr egoistische einfach rauskommt. Also da ist dann der Altruismus, so gut er auch da sein mag, in diesem Moment ist er dann irgendwie wieder irgendwie zugedeckt. Muss man eigentlich selber, kann man über solche Dinge zu schreiben, offensichtlich kann man das, ohne dass man das auch selber erlebt hat? Weil das ist ja schon so extrem, dass ich mich schon frage, wie man das so beschreiben kann. Weil ich nehme nicht an, dass Sie in einer ähnlichen Situation sich schon befunden haben, oder? Nein, das nicht. Also man macht dann schon so Experimente. Also ich habe dann schon mir ein Stück Speck gekauft und mir gedacht, was wäre das, wenn das jetzt Menschenfleisch ist? Also was würde das quasi in meinem... Was hätte das gemacht mit Ihnen? Wir müssen noch erklären, was das einer der großen Bestandteile dieses Überlebenskampfes ist, dass es auch darum geht, ob also Kannibalismus quasi erlaubt ist, um das eigene, es gibt ja auch in anderen Zusammenhängen, um das eigene Leben zu retten, weil halt die Menschen nichts mehr oder nur mehr ganz wenig Wein hatten und nichts mehr zu essen hatten, und dann halt begonnen wurde, dass man einen der Verstorbenen halt quasi filetiert hat, wenn man so sagen möchte, und aber auch gezeigt wird, was für ein großer moralischer Diskurs da stattgefunden hat. Bei dem Arzt zum Beispiel, bei den anderen Schiffsoffizieren, darf man das jetzt und darf man es nicht? Und wie es dann irgendwie so schlimm war, dass man es nicht mehr ausgehalten hat, dann hat man halt diese Streifen von dem Menschenfleisch gegessen, und die einen haben sich mehr angewidert als die anderen. Aber was war Ihre Reaktion auf ein Stück Speck? Naja, ich habe dann im Unbewussten wahrscheinlich immer noch gewusst, dass es Speck ist. Ja, genau. Aber natürlich, es ist irgendwie, also ich glaube, wenn es ums nackte Überleben geht, würde man das wahrscheinlich machen. Ich war gerade bei den Inuit in Nordgrönland, und das habe ich auch zum ersten Mal erlebt, dass man beim Kindergeburtstag halt dann eine offene Robbe serviert bekommt, die tatsächlich roh ist und wo halt alle ganz selbstverständlich irgendwie am Darm zuzeln oder ein Stück Leber sich runterschneiden. Mhm. Und ich musste das aus Recherchegründen auch probieren. Mhm. Das hat mir ein bisschen geekelt, auch deswegen, weil viele Fliegen herumgesurrt sind. Aber natürlich ist das dort irgendwie eigentlich ganz normal. Aber bei den Inuit zum Beispiel ist eine der ersten Fragen, wenn jemand kommt und den man lange nicht gesehen hat, bist du ein wahrer Mensch? Also jetzt auf Grönländisch natürlich. Und da, die Frage zielt darauf hinaus, hast du einen anderen Menschen gegessen oder nicht? Also die haben schon das Bewusstsein, weil da ist es manchmal einfach unumgänglich, auch wenn man in einer Not gerät, in einem Schneesturm nichts mehr jagen kann und nur mehr, was ich, drei Leute da sind, dass einer den anderen umbringt und isst. Das ist da immer wieder vorgekommen, also nicht immer wieder, also in äußersten Notzeiten ist es vorgekommen. Und da ist, die haben schon das Gefühl, dass sich da in der Seele oder im Körper etwas oder im Geist eines Menschen etwas verändert. Und andererseits wieder gibt es eben diese Berichte von zum Beispiel diesem Rugby-Team aus, glaube ich, Uruguay, die irgendwie abgestürzt sind in Chile, in den Anden. Mhm.
die das dann ja doch sehr, die sehr offensiv damit umgegangen sind, dass sie gesagt haben, ja, sie hätten nicht überlebt, wenn sie da jetzt nicht diese ohnehin toten Kameraden gegessen hätten. Also es ist irgendwie, ist eine moralische Frage, wie man das moralisch dann beantwortet. Will ich eigentlich nicht richten drüber. Ich glaube, das ist eine Extremsituation. Da gibt es, glaube ich, andere Dinge wie die Massentierhaltung, die ich viel, viel schlimmer finde, wie diese. Ja, auf alle Fälle. Aber der Diskurs ist ja auch in dem Kloster Medusa, darf man das, darf man es nicht? Und das eigene Überleben stellt man dann drüber, ist ja da auch also wirklich sehr drastisch dargestellt, weil an sich hat der Kannibalismus auch sehr oft etwas mit Ritualen zu tun, mit Vereinnahmen der Seele des anderen. Das ist ja da gar nicht der Kontext, da geht es wirklich nur um das Überleben, so wie auch in dem realen Fall, den Sie geschildert haben bei diesem Flugzeugabsturz. Ich glaube, das kennen viele von unseren Hörern und Hörerinnen vom Hörensagen. Man kann sich nur wünschen, dass man in so eine Situation natürlich nicht kommt. Ich habe mich jetzt sehr auf ihre historischen Romane halt konzentriert. Ich habe schon konzentriert, weil ich da halt sehr viele Analogien zur humanitären Arbeit von CARE, die ja eine der größten weltweiten Organisationen. Und ich habe da halt sehr viele Analogien und sehr viele aktuelle Themen drin gesehen. Also auch in der Eroberung Amerikas natürlich die Auseinandersetzung, die blutige Auslöschung, könnte man eher sagen, der indigenen Bevölkerung, sowohl in Nord- als auch in Südamerika. Und wie bis heute andauernde Auseinandersetzung, wie mit Ressourcen umgegangen wird. Also das sind alles Themen, die sich in der Arbeit von CARE durchaus wiederfinden und widerspiegeln. Und da musste ich keine große Brücke schlagen zu ihren historischen Romanen. Was ich sehr spannend finde, ist, dass sie sehr oft die Hauptpersonen eben die sind, die nicht so oft beschrieben werden, natürlich in der Literatur, sondern eher die halt die ungewöhnlichen Sachen tun und halt auch ein bisschen abseits des großen Heldentums irgendwie auch scheitern letztendlich. Mhm. Das zieht sich auch ein bisschen durch. Ist das richtig, mein Erkennen? Ja, ich finde gescheitert natürlich ein bisschen interessanter. Weil wahrscheinlich jeder Mensch irgendwo scheitert. Also auch die ganz Erfolgreichen haben meistens ihre Schattenseiten und die interessieren mich aber nicht so wirklich. Also bei jemandem, bei dem alles immer funktioniert, das ist irgendwie literarisch nicht so spannend, wie jemand, der sich halt bemüht und anstrengt und es aber dann doch irgendwie nicht wirklich funktioniert. Und dieser Held von der Eroberung Amerikas, dieser Hernando de Soto, das ist ihm einfach so einer, der im Prinzip zuerst der Erfolgreicher war und dann doch auf allen Linien gescheitert ist. Und das habe ich irgendwie spannend gefunden, weil in ihm ein bisschen die ganze Geschichte der Conquista kulminiert. Also es gibt wahnsinnig viele Querverweise zum Cortes und zum Pizarro und wie die alle hießen. Also mit Pizarro war er in Peru, mit Cortes war er verwandt. Also das ist irgendwie eine unbekanntere Eroberungsgeschichte, ein Rieseneroberungszug, der eben eigentlich in einem Desaster geendet hat und unglaublich viel Menschenleben gekostet hat letztlich auch. Und bis heute extrem nachwirkt. Ja, also das ist irgendwie wahrscheinlich ja gut, also einerseits diese Auslöschung der Indigenen, andererseits natürlich diese Zerstörung Afrikas, glaube ich, die Weißen halt betrieben haben mit dem Sklavenhandel oder auch mit der Zerstörung der Infrastruktur, wo wir wahrscheinlich immer noch unglaubliche Schuld, also wir persönlich nicht, aber halt unsere Vorväter da eine große Schuld auf sich geladen haben und das dann auch dieses Ungleichgewicht der Welt erklärt zu einem gewissen Grad und deswegen ist dann schwer ist zu sagen, die sollen da unten bleiben und arbeiten, ja, wir haben da keine Verantwortung dafür, sondern absolut. Die haben wir natürlich, also wir haben diese Industrialisierung, die stattgefunden hat, schon auf Kosten dieser Völker irgendwo betrieben. Und ich meine, das sieht man ja auch ganz aktuell, die letzte Amazonas-Konferenz, wo die Amazonas-Anrainerstaaten mit der verbleibenden schmalen, und das ist an Anzahl wirklich gering, die indigene Bevölkerung, die noch im Amazonas lebt, und selbst für die paar Leute, sage ich jetzt einmal, kann man sich nicht darauf einigen, dass man also vernünftige Lebensbedingungen ihnen ermöglicht und also die Zerstörung des Regenwaldes hintanhält. Und da wird dann schon darauf verwiesen, dass bei der nächsten Weltklimakonferenz, die glaube ich auch in Dubai im November stattfinden wird, die Anrainerstaaten des Amazonas dann sagen, wenn die
Welt den Regenwald behalten will, dann soll sie dafür zahlen und uns unterstützen. Also es ist schon ein Hin- und Hergeschiebe an Verantwortung, bevor man auch nur den kleinsten Schritt setzt, oder der wirklich konkrete Auswirkungen hätte. Ja, es geht einfach meistens um persönlichen Profit. Und das ist halt wahnsinnig schwer abzustellen, weil jeder natürlich ist sich immer selbst der Nächste und denkt, na gut, die nächste Generation wird das schon berichten. Was man halt selber an Möglichkeiten sieht, dass man sich möglichst viel zuschanzt an Reichtum, das wird meistens gnadenlos ausgenutzt. Und das ist eine schlimme menschliche Eigenschaft, die wir wahrscheinlich nicht wegkriegen, mit der wir halt lernen müssen, umzugehen. Ja, und ich habe mir auch gedacht, dass natürlich ihre Bücher, die historischen, da auch einen Beitrag leisten können, sich mit Geschichte auch mal aus einer anderen Perspektive ein bisschen auseinanderzusetzen und die Brücken ins Jetzt zu schlagen. Weil das ist auch, wenn ich das sagen darf, eine Spezialität, habe ich zumindest so empfunden. Ich habe es gar nicht so provokant gefunden, sondern immer diese Querverweise in die Gegenwart, die an Stellen kommen, wo du es überhaupt nicht erwarten würdest. Also ich komme wieder aufs Schloss der Medusa zurück. Das, glaube ich, hat mich am meisten beeindruckt. Deshalb zitiere ich das am meisten. Wo sie dann auf den Titanic-Untergang einmal hinweisen, an einer Stelle, wo man eh schon ganz gefangen ist in dem, was gerade am Fluss passiert. Und das erleichtert aber auch das Lesen der sogenannten grauslichen Stellen, dass man dazwischen dann auch wirklich mal schmunzelt. Und obwohl die Titanic jetzt auch nichts Erfreuliches war, aber es war fast ein entspannender Moment in diesem aufregenden Moment auf ihrem Fluss. Dass da auch so ein kleiner Querverweis gekommen ist. Das ist ein bisschen ungewöhnlich bei meinen historischen Romanen, dass der Erzähler in der Gegenwart sitzt. Mhm. Normalerweise ist der Erzähler immer in der jeweiligen Zeit angesiedelt. Mhm. Bei mir habe ich halt diese Möglichkeit, dass es diese Kommentarfunktion gibt mit Gegenwart. Das finde ich irgendwie für mich ganz reizvoll. Dann habe ich auch nicht das Problem, dass ich jede Redewendung, weil ich ja doch sprachlich sehr genau arbeite, und wenn der Erzähler in der Zeit wäre, müsste ich im Prinzip jede Metapher überprüfen, hat es die damals bereits gegeben. Mhm. Und es ist ja bereits relativ schwierig, die ganzen Dinge zu überprüfen. Also einfach die Gegenstände, ob hat es die gegeben, hat man die damals gekannt oder nicht. Und das ist ja mit diesem Erzählen der Gegenwart, ist irgendwie leichter, oder es ist mir irgendwie näher, glaube ich. Es ist auch wie ein humoristisches Gewürz in dem. Ja, ja. Also für die Leserin, für mich war es das, ja, weil du bist völlig gefangen und auf einmal kommt eine Bemerkung, wie wenn man in einem Kaffeehaus sitzt und einer sagt, hat es das damals überhaupt schon gegeben, ja. Und das ist wirklich, also das macht's auch, macht auch die menschlichen Abgründe irgendwie nicht, vielleicht ein Hauch erträglicher, dass man da weiter dran bleibt und sich denkt, okay, da ist eh noch einer, der schaut, dass ich nicht durchdrehe, wenn ich das jetzt weiterlebe. Genau, nein, das ist schon wichtig. Aber Sie sehen, das beschäftigt, also mich hat es wirklich schwer beschäftigt und wie gesagt, ich lese viel und gern und das war wirklich sehr, sehr bereichernd, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, als Schriftsteller, Sie nehmen wahre Begebenheiten und da wird ja dann auch einiges an Fiktion dabei sein, oder? Wie erlaubt man sich das? Oder ist das die künstlerische Freiheit? Naja, ich versuche zuerst einmal möglichst genau zu recherchieren, möglichst viel herauszufinden. Das ist jetzt je nach Geschichte ein bisschen unterschiedlich, wie viel sich da in Erfahrung bringen lässt. Saug mich mit dem an und schreib's dann irgendwie runter und weiß dann im Endeffekt oft beim Schreiben bereits nicht mehr, ist das jetzt meine Idee gewesen, die irgendwann einmal dazugekommen ist? Oder gibt's da tatsächlich Fakten dazu? Und das ist irgendwie so ein Graubereich, der für mich dann nicht mehr klar ist, weil der Roman dann sowieso eigene Wirklichkeit bringen soll. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt, manchmal finde ich schon absichtlich ein paar Kleinigkeiten. Aber zuerst einmal ist immer der Ansatz irgendwie möglichst authentisch. Eigentlich nur die Geschichte zu erzählen, das wird mir dann manchmal ein bisschen zu langweilig. Dann kommen eben Dinge dazu. Auf einmal verselbstständigen sich die Figuren auch. Also gerade bei historischen Figuren weiß man oft sehr wenig. Also gibt's halt die Namen und die Lebensdaten. Aber was das für Charaktere waren, wie die ausgeschaut haben und diese Dinge. Gerade beim Schloss der Medusa weiß man das ja eigentlich bei fast niemandem. Und das heißt, ich muss irgendwie mir halt so Dinge überlegen und dann kriege ich... Verschwimmt das auch für Sie als Autor? Ja, irgendwie schon, weil die kriegen halt ein Eigenleben. Also die fordern ja dann irgendwie etwas. Also man hat so Vorstellungen, bevor man anfängt zu schreiben und dann macht man die ersten paar Sätze und dann geht es in eine ganz andere Richtung, mit der man überhaupt nicht gerechnet hat, weil so die Sprache halt auch an vorwärts treibt und an wohin treibt. Und auf einmal
ist man mitten in der Geschichte drin, die man so überhaupt nicht schreiben wollte, und muss halt da hinterherhecheln und schauen, was sich ergibt. Und dann ist man manchmal so, ja gut, Selbstzweifel gibt es sowieso immer beim Schreiben, aber halt so, weil es ist halt dann so ein ständiges Umwursteln und Kämpfen mit dem Text. Und Sie recherchieren ja auch wahnsinnig viel vor Ort. Ich meine, Sie haben uns ja jetzt schon erzählt, Sie sind gerade aus Grönland zurückgekommen. Das heißt, Sie haben für Ihre historischen Romane wirklich viel vor Ort auch recherchiert und sich viel aufgehalten dann in außereuropäischen Gebieten, oder? Das ist eines der schönsten Dinge, die ich irgendwie als Schriftsteller habe, glaube ich, dass ich einfach in fremde Länder fahren kann, auch nicht als Tourist hinfahre, sondern tatsächlich als jemand, der halt Notizen macht, der das irgendwie wahrnimmt. Das ist ein ganz anderes Reisen, wie wenn man jetzt nur Tourist wäre, weil ich halt einfach wirklich alles überprüfe, ob es im Roman Platz hat, sehr viele Dinge nachfrage. Also es ist halt irgendwie ein anderes Interesse und das liebe ich sehr. Es ist immer, kostet mich immer Überwindung, weil ich mir jedes Mal denke, nein, ich kann nicht zu Hause abbleiben und ich kann mir das ausdenken, auch alles. Und das ist eigentlich gar nicht notwendig. Jetzt reißt mir das aus dem Schreibfluss raus, jetzt muss ich da irgendwie fliegen und das tue ich eh nicht gern. Und dann irgendwie, dann ist man auch so in einer fremden Welt, wo man die Sprache oft nur so ungenügend oder gar nicht beherrscht. Und das ganze Leben ist auf einen Koffer reduziert, habe ich immer so das Gefühl, also da ist dann einfach in diesem Koffer ist dann alles drinnen, irgendwie das ganze Leben halt. Und aber es ist dann doch immer so bereichernd, es sind immer so viele Erfahrungen, dass ich es dann doch nie missen möchte und immer sehr, sehr froh bin, mich dem auszusetzen. Aber das Schreiben findet das auch auf Ihren Reisen statt oder machen Sie da eher so Skizzen und Notizen und schreiben tun Sie dann quasi nicht während dieser Reise oder machen Sie das schon? Ich versuche relativ gemütlich zu reisen. Also jetzt, ich habe jetzt irgendwie keinen Stress, mal alles Mögliche anzusehen, sondern ich lasse das irgendwie so auf mich zukommen und versuche dann schon meistens vormittags ein bisschen zu schreiben und halt dann tagsüber einfach Leute zu treffen, mal Dinge anzusehen und dann einfach am nächsten Tag in der Früh quasi das wieder ein bisschen einzuarbeiten, wenn es geht. Ich habe gehört, vielleicht stimmt es nicht, aber Sie schreiben gerne im Liegen? Ja, ja. Ist also, das so? Und Sie schreiben mit dem Laptop quasi am Bauch? Hat man sich das so vorzustellen oder wie? Ist ja eine Kulturtechnik, Lesen und Schreiben. Das hat mich wirklich interessiert. Ich habe versucht, ich habe das sogar ausprobiert zu Hause. Also ich könnte nicht einmal ein E-Mail gut schreiben im Liegen, glaube ich. Ich bin so trainiert auf diese Haltung. Ja, ich glaube, das kommt bei mir, also wahrscheinlich bin ich sowieso ein fauler Mensch, aber das kommt irgendwie aus der Schule, dass ich mir in dieser HTL-Zeit angewöhnt habe, weil mich das ja nicht interessiert hat und ich habe irgendwie gewusst, ob ich brauche die Matura, dass ich immer nachts gelernt habe, weil ich gemerkt habe, da saugt sich dieser Stoff, der mir im Grunde wurscht war, ein und ist dann für die Prüfung da und dann relativ schnell wieder draußen. Also ich habe mir so eine Lerntechnik angeeignet, dass ich oft um 4 in der Früh mich wecken lassen habe, eine Stunde gelernt habe, dann eine Stunde geschlafen habe und das dann für die Prüfung halt gekonnt habe. Und deswegen habe ich immer sehr viel im Bett gelesen. Ich habe mit Comics zu lesen begonnen, die so Mickey Maus Heftel von meinem Vater, die habe ich auch immer im Liegen gelesen und deswegen habe ich eigentlich das irgendwie, also das Lesen war für mich immer eine liegende Position und das Lernen meistens auch, wenn man dann nicht sitzen musste, um irgendwas zu zeichnen. Und beim Schreiben habe ich ursprünglich mit Hand geschrieben, weil einfach die Laptops lange Zeit so eine schlechte Oberfläche hatten, dass man einfach, wenn die Sonneneinstellung nicht funktioniert hat, dann hat das kaum funktioniert. Aber jetzt seit 10 Jahren oder so verwende ich einen Laptop und das geht. Aber ich könnte nicht am Rücken liegen schreiben, sondern, wobei am Rücken liegen ist beim Einschlafen gut, da habe ich immer sehr viel gute Gedanken. Sehr gut. Also wir sehen mehr und mehr, wie Franz Hubel zu seinen Büchern kommt. Aber schreiben, da habe ich so eine Seitenlage. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, so aufgestützter Ellbogen und ich schreibe dann mit der rechten Hand und manchmal brauche ich irgendwie einen Finger von der linken, um die Umschalttaste zu betätigen. Aber im Prinzip so diese Seitenlage und das geht. Ich habe im Vorfeld für unser Gespräch überlegt, etwas zu machen, was ich mich da nicht getraut habe, aber es ist jetzt, glaube ich, ein ganz witziger Übergang. Ich habe gesagt, wenn Sie kommen, dann lege ich einen Kaffeeol am Tisch und vielleicht ein Glas Mayonnaise und frage Sie dann, wie Sie den Bezug herstellen. Das schaue ich gerade so ein bisschen. Also die Überleitung ist jetzt vom Kaffeeol zum menschlichen Gehirn. Ich meine, Sie müssen wirklich gute pathologische Kenntnisse haben. Oder arbeiten Sie da mit jemandem zusammen, der die hat? Oder interessiert Sie, ich weiß, dass Sie Physik wahnsinnig interessiert, aber in all Ihren Büchern habe ich so wirklich
Beschreibung gefunden, wo ich mich gefragt habe, hatte da jemand, der ihm hilft dabei oder interessiert ihn das selber so wahnsinnig, dass er das so detailreich alles beschreibt? Na, scheinbar scheint es mich selber zu interessieren. Also ich lese mir dann natürlich schon manche Bücher und versuche mir das halt vorzustellen. Und hin und wieder mal habe ich dann schon so Fragen, die ich halt dann irgendwelche Mediziner stelle. Aber im Prinzip ist das, also gerade bei der Hirnentnahme vom Einstein, da habe ich, glaube ich, nicht einmal jemand fragen müssen. Das ist einfach so, ich habe mir dann einfach Schritt für Schritt vorgestellt, wie das aussieht. Habe auch irgendwann einmal so eine Sektion zugesehen im Fernsehen, im Bayerischen Rundfunk um 2 Uhr nachts oder so, Mitte der 80er Jahre ist das einmal übertragen worden. Sie haben sich nie live angeschaut, hätten Sie auch können. Hätte ich wahrscheinlich auch können. Es hat mich dann doch nicht so interessiert, dass ich das jetzt irgendwie unbedingt live sehe. Also mir geht es ja eher um die Vorstellung und das Gefühl, dass das halt einfach stimmt. Also ich mag dann nicht irgendwie was beschreiben, wo einfach jeder, der von der Materie ahnt, hat, sagt, nein, das ist überhaupt von der Reihenfolge falsch, das macht man anders und so, oder nimmt man andere Werkzeuge oder was immer. Sondern das soll schon so sein, dass auch ein Arzt sagt, ja, so ist das. Und das ist Gott sei Dank auch der Fall. Also viele Ärzte, die das gelesen haben, haben gesagt, so, unglaublich gut beschrieben. So kann man das machen. So läuft das ab. Ja. Also es gibt ja viele Beschreibungen in die Richtung, also nicht nur wie man ein Gehirn entnimmt, es gibt an einer Stelle, wie man einen Schrumpfkopf macht. Ich glaube, das war auch sehr echt und gut beschrieben. Ich bin Ethnologin übrigens, also von daher habe ich mich mal kurz damit beschäftigt. Ich habe in Lateinamerika studiert, also da waren schon viele Dinge. Und das Gehirn ist ja nicht nur im letzten Buch, wo es um das Gehirn vom Einstein geht und einen Pathologen, der wirklich, also ich würde sagen, schon eine totale Obsession für dieses Gehirn entwickelt hat und sein ganzes Leben dann irgendwie nach dem Gehirn im Glasl ausrichtet. Das Gehirn im Glas kommt auch vor beim Fluss der Medusa. Da gibt es auch ein Gehirn von einem, den sie umgebracht haben, der ist bestraft worden auf dem Schiff, da wurde zerstückelt irgendwie und da wurde auch das Gehirn entnommen, das der Arzt sich aufgehoben hat, der Herr Dr. Savigny, und das Gehirn reist dann auch noch während der menschenfressenden Tage mit und wird auch überlegt, ob man nicht das Gehirn auch noch verkosten könnte. Und Sie haben einmal in einem Interview gesagt, dass, und das ist ja auch optisch so, dass der Kaffeeol sehr, dass Sie überlegen, sich ein Kaffeeol in ein Zuckerglasl zu Hause zu tun, weil Sie so viel, haben Sie das gemacht? Nein, das war vielleicht auch ein Kaffeeol mit? Nein, das wäre so ein Gag gewesen für die Lesung, dass man das Hirn quasi veranschaulicht bei einer Lesung am Tisch stehen kann. Aber ja, es gibt natürlich diese rein optische Ähnlichkeit, ist schon da. Aber ich esse zum Beispiel Kaffeeol gern, aber ich habe auch Hirn schon immer wieder mal gegessen. Ja, und... Aber kein Menschenhirn. Das wollte ich Sie jetzt gar nicht fragen, davon bin ich jetzt einfach ausgegangen. Also ich sage jetzt mal, also Hirn würde ich nicht essen, Kaffeeol esse ich sehr gern. Haben Sie den Bezug zur Mayonnaise hergestellt? Das war nämlich einer der Stellen, wissen Sie, wo das... Nein, ich weiß, dass ich immer gesagt habe, Mayonnaise ist mein Lieblingsessen. Niemandem zeige hier. Ja, es gibt eine sehr ekelhafte Stelle. Genau. Das ist ich möchte das gar nicht, weil das, glaube ich, kriege ich nie mein ganzes Leben mehr aus dem Kopf. Das kann ich nur allen empfehlen, die wirklich sich etwas abgewöhnen möchten. Ist bei mir zum Beispiel nicht der Fall. Also Mayonnaise liebe ich nach wie vor gern, aber ich vergesse wahrscheinlich auch dann Gott sei Dank doch viele Sachen, die ich geschrieben habe. Sonst könnte ich wahrscheinlich auch keine Mayonnaise mehr essen. Aber so Mule Fritz zum Beispiel mit Mayonnaise finde ich ganz großartig. Also ich habe es erst so kurz gelesen, dass ich das verdrängen das könnte. Geht hoffentlich wieder raus. Und na, schauen wir mal. Ich habe es noch mit niemandem geteilt, muss ich sagen, in meiner Umgebung, weil ich mir gedacht habe, das ist zu heftig. Aber es hat natürlich auch wirklich einen gewissen Unterhaltungswert. Und man will ja wahrscheinlich auch als Autor und Autorin, dass gewisse Bilder hängen bleiben, oder? Naja, es gibt manche Bilder, die mich selber wahrscheinlich schockieren und die du ja dann schreiben, vielleicht bearbeiten möglicherweise. keine Ahnung, also ob ich das jetzt, ja, es geht schon darum, dass man irgendwie starke Bilder findet oder halt irgendwie Sachen, die einen beschäftigen, die einen irgendwie auch irritieren. Also Kunst, glaube ich, muss schon immer ein bisschen aus dem Gewohnten rausreißen, also aus diesem... aus dieser Wohlfühl-Unterhaltungsindustrie, die natürlich manchmal, ich verstehe das, dass das für manche Leute notwendig ist, aber das,
ist nicht mein Hauptanliegen, sagen wir mal so. Ja, das kann man gut, nachvollziehen. Und weil wir so viel jetzt von den Bildern und dem Bild der bildhaften Sprache gesprochen haben, würde ich jetzt schon gerne an der Stelle auch kurz sagen, ich bin ja eigentlich gar nicht undankbar, wenn es ein paar neue Bilder in meinem Kopf gibt, weil ich seit 30 Jahren im humanitären Bereich halt arbeite. Und so wie Ihre Figuren Sie begleiten, begleiten mich halt echte Menschen, die ich dann wirklich auch im Zuge meiner Arbeit kennenlerne. Und da gibt es eine ganze Galerie von Kindern, alten Menschen, alles Mögliche weltweit, die man natürlich mit der beruflichen Distanz versucht anzuschauen, aber auf der anderen Seite, die einen dann wirklich begleiten und wie so eine Ahnengalerie sind, wo es dann entscheidende Momente halt gegeben hat in dieser weltweiten humanitären Arbeit, wo man dann die Leute einfach nicht mehr vergisst. Also ob das ein kleiner Bub in der Sahelzone war, der mir gezeigt hat, wo er halt draus trinkt und meint hat, ich soll das jetzt auch machen, weil ich schon so fertig war und ich mir gedacht habe, wie mache ich das jetzt, dass ich nicht aus diesem Wasserloch trinke, wo dieses Kind alles erledigen muss, bis hin zu Kindern, die total unterernährt sind, das sieht man immer und das brauche ich ja nicht erzählen, das lernen Sie auch, aber es ist ein bisschen auch, um zu illustrieren, warum ich Ihre historischen Romane wirklich, das war eine Analogie nach der anderen, also zu den Situationen, in denen man heute als große globale Hilfsorganisation arbeitet. Wir leisten humanitäre Hilfe, wir haben einen sehr großen Schwerpunkt auf Frauen und Mädchen. Ich meine, auch das ist immer ein Thema, das immer bei Ihnen vorkommt, wie schwer es vor allem Frauen, einheimische Frauen jetzt zum Beispiel in Westafrika haben, die dann in einer kolonialen Gesellschaft, also wirklich miserabel behandelt werden und also ein ganz schwieriges Überleben haben. Das hat sich leider bis heute in vielen Bereichen tradiert, dass Frauen und Mädchen halt wirklich strukturell sehr benachteiligt werden, immer noch. Und das sind eben die Anliegen, die CARE besonders in der humanitären Arbeit verfolgt. Ich weiß nicht, CARE-Pakete, das ist dann schon ein Begriff, oder? Ja, ja. Wir sind ja die Nachfolger, also wir sind die Organisation, die aus der CARE-Paket-Aktion entstanden ist in Wirklichkeit. Und 80 Jahre später ist es leider jetzt nicht das CARE-Paket wie im Zweiten Weltkrieg, aber es ist noch aktueller denn je. Ich meine, wir müssen jetzt nicht drauf eingehen. Wir verfolgen alle die Debatten, die es gibt rund um den Krieg, der sich an der Grenze von Europa abspielt. Sie sind da sehr kritisiert worden für Ihre Aussagen, haben die dann auch relativiert. Das ist für CARE natürlich etwas, wo wir uns total auf den humanitären Standpunkt zurückziehen können. Aber auch ich beobachte teilweise mit Staunen, was jetzt, wie Europa und die Welt sich verhält im Hinblick auf diesen russischen Angriffskrieg und doch wie akzeptiert ist, dass ein weiterer massiver Konflikt ausgebrochen ist. Und CARE arbeitet in allen Konfliktgebieten und Syrien ist 12 Jahre. Also wir müssen da jetzt nicht in Details gehen, aber auch als Chefin einer großen Hilfsorganisation ist man schon sehr betroffen, wenn man sieht, wie umgegangen wird mit bewaffneten Konflikten und wie wir uns daran anpassen müssen. Und das, was wie wir jung waren, gegolten hat, gilt heute offensichtlich überhaupt nicht mehr. Und von dem her will ich jetzt auf diese ganze Thematik gar nicht eingehen, außer zu sagen, dass CARE natürlich auch in der Ukraine humanitär tätig ist und auch in allen angrenzenden Nachbarländern. Sie arbeiten ja schon am nächsten Buch. Ich will auch gar nicht in Sie dringen. Sie dürfen das sicher nicht verraten. Aber was sind so Ihre Pläne für die Zukunft? Nee, das war jetzt schon, hat schon mit Nordgrönland zu tun. Also ich war jetzt einen Monat in Nordgrönland, habe irgendwie diese Lebensweise von diesen Inuhuit, heißen die, also eine Unterordnung oder Untergruppierung der Inuit, Eskimo, kann man da oben sogar sagen, also den meisten ist es wurscht, die lächeln drüber, die finden es ganz lustig, bezeichnen sich selbst teilweise sogar als Eskimos. Es gibt dann natürlich ein paar andere, die sagen, na, das beleidigt uns. Also ist jetzt auch irgendwie eine Debatte, die da oben überhaupt nicht geführt wird, aber ich sage dann doch eher Inuit oder Inuit. Und habe versucht, dieser Lebensweise dieser Menschen halt irgendwie ein bisschen näher zu kommen, und das ist schon eine mächtige Natur, wo die es irgendwie geschafft haben, zu überleben. Und eine sehr, sehr beeindruckende Sache, wo man dann merkt, wie
wie klein vielleicht der österreichische Alltag ist, mit dem man sich sonst beschäftigt, weil man da geht es einfach um ganz essentielle Dinge und gleichzeitig hat man solche Naturerfahrungen oder auch vielleicht Begegnungen mit Menschen, die dann so großartig sind, die halt dann doch sehr, sehr bereichernd sind und das sollte irgendwann wieder mal in einem Roman münden, das Ganze. Sind die Auswirkungen des Klimawandels dann in so einem Setting wie in Grönland auch so omnipräsent wie bei uns, oder? Nein, das glaube ich. Also, ja, Sie haben da im Nordgrönland, haben Sie schon davon gesprochen, dass es plötzlich Mücken gibt, also Stechmücken. Also es war in Mittelgrönland, oder halt, es ist eher so im unteren Westgrönland, gab es relativ viel Mücken bereits, also richtig unangenehm, scharenweise. Und die in Nordgrönland haben gesagt, nein, normalerweise gibt es das überhaupt nicht. Wie wir oben waren, waren schon vereinzelt welche da. Natürlich, wie sich das Eis schmilzt oder nicht schmilzt, das ist von Jahr zu Jahr ein bisschen unterschiedlich. Aber sie haben schon gemerkt, dass eben die Gletscher zurückgehen. Das ist jetzt für die nicht so wirklich lebensbedrohend zuerst einmal, weil es ist ja der Gletscher ein bisschen weiter hinten. Aber wenn es dann halt die Tiere, die da durchziehen, weil die leben ja im Prinzip wirklich nur von dem, die betreiben eine sehr traditionelle Jagd mit Harpunen und Kajaks, was wirklich lebensgefährlich ist. Also das ist jetzt nicht einfach. Die haben irgendwie einen anderen Umgang zum Tier, auch verarbeiten das auch bis... Also Knochen mittlerweile nicht mehr, ja, absolut. Und also es ist schon sehr, sehr beeindruckend. Aber Klimawandel, Sie wissen natürlich, weil auch dort jeder Handy hat, schon was passiert in der Welt. Also Sie kennen die Problematik, aber es gibt dort keine Autos, in dem Sie, weil es ja keine Straßen gibt. Also die haben Kajaks und Schlittenhunde und Schlitten halt eigentlich 10 oder 9 Monaten im Jahr. Also die können jetzt irgendwie nicht klimaschonend erleben, wie sie es eh schon tun. Und ich glaube, dem, was in der westlichen Welt vor sich geht, schaut sowieso irgendwie staunend zu. Und wie ist Ihr Ausblick, wie wir damit umgehen? Naja, einerseits glaube ich an die Menschheit. Ich glaube, der Mensch ist schon unglaublich kreativ, kann unglaublich vieles schaffen, ist irgendwie schon eine ganz bewundernswerte Spezies. Andererseits habe ich beim Klimawandel ein bisschen die Befürchtung, dass es halt so einen Point of No Return gibt, dass es irgendwann einfach zu spät ist und man dann, egal was man macht, das nicht mehr rückgängig machen kann. Das sind die berühmten Kipppunkte. Ja, also in Grönland hat man mir zum Beispiel erzählt, ich habe das jetzt nicht überprüft, also es gibt ja diese Bohrungen da ins Eis hinein, wo man zu jedem Zeitpunkt der Erdgeschichte feststellen kann, wie viel CO2 in der Atmosphäre war. Und momentan haben wir einen CO2-Gehalt, der 80 Mal so viel ist wie zu jedem anderen Zeitpunkt der Erdgeschichte. Also das ist einfach eine Überdosierung, die wir überhaupt noch nie gehabt haben. Und dann, ich habe ja keine Ahnung, wie das die Atmosphäre funktioniert. Ja. Das wissen ja die wenigsten wirklich. Wahrscheinlich wissen es die Meteorologen auch nicht genau. Und wenn es da irgendwie einen Punkt gibt und dann halt irgendwie was passiert, dass wir eine massive, ich meine, das reichen ja bereits ein paar 0, Punkt Grade Ozeanerwärmung, die enorm viel aus- und anrichten. Also da kann schon... Ja, keine Ahnung, was dann passiert. Es wird halt dann massiv noch viel mehr Klimaflüchtlinge geben, weil es in Afrika einfach dann überhaupt nicht mehr aushaltbar ist. Also ich war in Algerien für die Eroberung Amerikas zum Beispiel. Das ist im Winter erträglich und sehr angenehm, aber die haben natürlich schon gesagt, im Sommer hat es da teilweise fast 50 Grad und das ist... Und das gilt für die ganze Sahelzone, die groß ist. Das ist Nordafrika-Sahelzone bis Westafrika runter. Die ist riesig, ja. Und was macht man da? Das ist nicht mehr lebbar. Ja. Also ich war da auch oft und da hat es vor 10 Jahren schon 50, 55 Grad. Das ist, also auch wenn man sagt, man ist angepasst und arbeitet sehr viel mit Anpassungsstrategien, da ist man nicht mehr wirklich handlungsfähig, egal wie angepasst man ist. Und es ist auch schwer, da einen Surplus landwirtschaftlich zu erzielen, dass man eine halbwegs vernünftige Ernährung hinkriegt für die lokale Bevölkerung. Ja. Und sehr viele leben davon der Viehzucht, die natürlich auch beiträgt zur Verwüstung und Versteppung. Ja. Und wir sehen ja jetzt überall, dass also die Viehbestände also wirklich reihenweise eingehen, aufgrund der Dürre und Trockenheit im ganzen Sahelgürtel. Ja. Und so dramatisch
Und wenn es wieder keine Tiere gibt, dann gibt es keinen Dung und genau, dann geht genau. die Erde zurück. Kein, das ist ja alles ein Kreislauf. Es ist ein Kreislauf und der Hunger ist zurück. Und er wird massiver zurückkommen. Und was Sie angesprochen haben, die Klimaflüchtlinge, das wurde, ich glaube, im Vorjahr das erste Mal von den Vereinten Nationen auch ganz offiziell so bezeichnet, weil es wird der Druck auf nicht nur auf Europa, sondern auf die Regionen, die noch irgendwie halbwegs bewohnbar sind und die vor allem das technologisch handeln können, mit dem Klimawandel irgendwie umzugehen. Der Druck auf die Regionen wird enorm werden, allein von den Inselstaaten in Ozeanien, in Südasien. Da kommt noch wirklich einiges auf uns zu, wo wir wirklich schauen müssen, wie wir das vernünftig, humanitär und unter Einhaltung der Menschenrechte, weil das ist letztendlich das, worum es auch in der ganzen Auseinandersetzung in vielen Bereichen ihrer Bücher geht, ist das etwas, was man so macht oder nicht. Und ich glaube, da kann Literatur einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass sich viele Menschen auf unterschiedlichste Art mit diesen Thematiken auseinandersetzen. Sensibilisieren wahrscheinlich schon. Ja. Also ich glaube doch, dass die Menschheit, darum glaube ich an die Menschheit, jetzt doch so in den letzten 200-300 Jahren doch weitergekommen ist durch den Humanismus. Wir achten die Menschheit ein bisschen mehr. Es gibt nicht mehr diese Leibstrafen, zumindest in der westlichen Welt. Ja, also da haben wir doch enorme Fortschritte gemacht. Andererseits gibt es natürlich immer noch Gesellschaften, wo man sich denkt, die haben halt diesen Standard noch bei weitem nicht erreicht. Und da muss man halt irgendwie schauen, dass man die ganze Welt vorwärts bringt. Also ich glaube, das ist regionale Denken bringt da irgendwie wenig. Also da muss man schon ein bisschen den Blick öffnen, auch auf das, was dann einfach in der ganzen Welt vor sich geht. Und überall, wenn man Leute kennt, glaube ich, merkt man, dass die an viel näher sind oder irgendwie genauso ticken und jeder will halt einigermaßen vernünftig leben, dass die Kinder häufig so Ausbildung haben und der Mensch ist ja per se eher friedliebendes, intelligentes Wesen. Aber dann gibt es halt immer wieder ein paar so Machtfanatiker, die dann alles kaputt machen. Also wir enden in unserem Gespräch, du hast mit einer positiven Aussicht und das ist auch wirklich der Wert des Reisens. Das ist ja nicht, dass man möglichst schnell irgendwelche Sehenswürdigkeiten abhakt, sondern dass genau das passiert, was Franz Sohl jetzt beschrieben hat. Überall dort, wo man Leute kennt und sieht, wie nah wir uns eigentlich sind, das ist der positive Aspekt der Globalisierung. Und manchmal kommt man halt nicht anders hin als mit einem Flugzeug, das die Umwelt leider verpestet. Aber auch da hoffe ich, dass, und wir wissen ja schon, es gibt auch Technologien, die zwar noch sehr teuer sind, aber die das auch ein bisschen besser abfedern können. Also durchaus eine Einladung, dass wir nicht jetzt alle nur in unser provinzielles Nest zurückkehren, sondern dass die Globalisierung durchaus auch Aspekte hat, die Menschen sehr verbinden können. Ja, absolut. Also ich habe immer großartige Erfahrungen gemacht. Ich war immer ganz beschämt, eigentlich, wenn ich gesehen habe, zum Beispiel in Afrika, Leute, die eigentlich überhaupt nichts gehabt haben und das Wenige, was sie gehabt haben, haben sich völlig selbstverständlich geteilt mit den Bettlern oder mit den Straßenkindern, also mit denen, die dann gar nichts hatten. Das sind schon Erfahrungen, die einen tief berühren, irgendwie, wo man sich denkt, naja, bei uns, ich gebe dann auch nicht jedem Bettler was, weil irgendwann wird es dann halt einfach irgendwann zu viel, jetzt sagt man, jetzt lasst mich mal in Ruhe. Aber natürlich würde es dann überhaupt nichts machen, wenn man sich dann ein paar Euro rausreißt, die sonst eh noch irgendwo landen. Und sonst reisen, glaube ich, ist schon was sehr Bereicherndes, aber natürlich dieser Massentourismus, also jetzt auch da in Grönland war es ja so, dass die, da kommen 540 Kreuzfahrtschiffe, haben die uns erzählt, und diese Leute, die das machen, ich meine, es gibt halt ab einem gewissen Alter vielleicht nur mehr die Möglichkeit, sich so fortzubewegen, aber die kriegen vom Land natürlich überhaupt nichts mit, weil die werden halt dann in so Kurzausflügen da durchgeschleust. Lassen auch kein Geld da, verpesten die Umwelt extrem, also ich glaube, da muss man irgendwie schauen, dass man halt so Lösungen findet, die erträglich sind. Seien wir optimistisch, dass viele Lösungen gefunden werden. Franz Sobel, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für das Gespräch und ich lade alle Hörerinnen und Hörer ein, lesen Sie allgemein und lesen Sie ganz speziell was von einem unserer bekanntesten österreichischen Schriftsteller. Vielen Dank, dass Sie unser Gast waren. Ja, danke. Danke fürs Zuhören. Das war Care in Action, der Podcast von Care Österreich mit Andrea Warstoff-Hager. Für nähere Informationen zu Care gehen Sie auf www.care.at.
Gesponsert von CC Real.